Du hast Benzin im Blut. Dann bist du hier genau richtig. Hier ist Andrea Patzelt, die Recruiting-Expertin für Premium- und Luxusautohäuser. Hallo und herzlich willkommen zum Premium Jobs Podcast. Hier ist Andrea Patzelt und ich freue mich sehr, dass du heute zuhörst. Ich bekomme immer wieder Mails, in denen Hörer mich fragen, warum ich in meinem Podcast so wenig Persönliches erzähle, so wenig Persönliches über mich. Und das ist ganz einfach. Also der Grund ist einfach der, dass ich hier überhaupt nicht wichtig bin. Du bist wichtig. Das hier ist ein Business-Podcast. Hier geht es darum, wie du den Job bekommst, der dich glücklich macht. Und es geht auch darum, was du tun kannst, damit du persönlich wächst, wenn du das möchtest. Deswegen bekommst du hier im Premium Jobs Podcast ganz, ganz viele Impulse zu unterschiedlichen Themen von Experten, die auch mich immer wieder dazu inspirieren, Neues zu lernen. Und natürlich geht es im Premium Jobs Podcast auch immer wieder um das Thema Bewerben. Wie sieht eine gute Bewerbung aus? Und wenn ich die Chance habe, mich im Autohaus vorzustellen, wie überzeuge ich da? Gerade der erste Kontakt am Telefon und auch dein Telefoninterview, das ist so, so wichtig. Ich erlebe es immer wieder, dass Kandidaten sich auf das Telefoninterview kaum vorbereiten, weil sie denken, sie quatschen halt ein bisschen. Und so geht es in dieser Folge vom Premium Jobs Podcast um das Thema Telefoninterview. Als Gast heute habe ich meine Tochter eingeladen. Antonia Patzelt. Vor ein paar Jahren, als sie noch in München war, da hat Antonia schon in meiner Agentur gejobbt. Und ihre Telefoninterviews waren damals schon sensationell. Sie hat da ganz wichtige Informationen immer wieder aus den Kandidaten herausgeholt, die dann komplett überraschend waren. Und mittlerweile ist Antonia Recruiterin in Frankfurt. Und wir sprechen gleich darüber, wie genau sie arbeitet und woran sie das Potenzial von guten Bewerbern erkennt. Also, du bekommst damit heute auch eine persönliche Folge. Ich bin selbst schon ganz gespannt. Schön, dass du da bist, Antonia. Ganz herzlich willkommen im Premium Jobs Podcast. Vielen Dank. Ich freue mich, dass ich hier bin heute. Ja. Danke für die Einladung, Mami. Ja. Ich hoffe, ich lasse jetzt nicht zu sehr die Mama raushängen. Ja, schauen wir mal. Wir sitzen hier in München an meinem Küchentisch. Und freue mich, dass du da bist. Du kennst ja meinen Podcast. Du weißt, meine erste Frage ist nach dem Lebenslauf meines Interviewgastes. Mhm. Deinen kenne ich natürlich. Den kenne ich schon. Ach, was. Aber fangen wir ruhig einfach mit der Frage an. Antonia, erzähl doch mal, ist dein Lebenslauf gerade oder sind da viele Zickzacks drin? Mein Lebenslauf, ich würde sagen, trotz dessen, dass ich vielleicht noch gar nicht so alt bin oder nicht so viel Berufserfahrung habe, ich bin jetzt 25 geworden vor kurzem, hat super viele Zickzacks. Der fing eigentlich relativ geradlinig an. Ich habe nach dem Abi direkt angefangen, Medizin zu studieren, habe damals den Platz bekommen. Das war für mich so eine Chance, wo ich gesagt habe, okay, die ergreifst du mal, das probierst du jetzt mal aus, wie das so läuft. Und das lief tatsächlich auch relativ gut. Ich habe das 2 Jahre lang durchgezogen, bin auch damals noch in Regelstudienzeit scheinfrei geworden und habe dann aber... Was ist scheinfrei? Scheinfrei bedeutet, dass man fürs erste Staatsexamen zugelassen wird. Okay. Und das heißt, du musst die ganzen Prüfungen aus der Vorklinik zeitnah bestehen, zumindest innerhalb der ersten 3 Versuche. Und je länger du brauchst, desto später kannst du ein Physikum machen. Und Regelstudienzeit ist das nach 4 Semestern eben geschieht. Und das habe ich damals hinbekommen, was mich selber verwundert hat, aber irgendwie hat das soweit ganz gut geklappt. Und dann hatte ich allerdings relativ wenig Vorbereitungszeit fürs tatsächliche Physikum. Bin dann durch die schriftliche Prüfung gefallen. Mündlich wollte ich dann zu dem Zeitpunkt auch gar nicht mehr machen, weil ich mir dachte so, nee, jetzt machst du mal eine Pause. Du hast direkt nach dem Abi angefangen zu studieren. Nimmst dir mal ein bisschen Zeit für dich. Ich wollte schon immer Spanisch lernen. Hintergrund war hier dadurch, dass wir früher ja immer auf Mallorca waren und das für mich eigentlich tatsächlich immer ein Herzenswunsch war, diese Sprache zu sprechen. Und ja, dann habe ich mich dazu entschlossen, das Ganze ein bisschen aufzuschieben, habe dann mich angemeldet für ein halbes Jahr später,
dass ich da dann das Physikum komplett nachhole, also mündlich als auch schriftlich. Bin dann nach Madrid für 3 Monate, habe in dieser Zeit als Au-pair gearbeitet, was sehr angenehm war. Ich habe dort wohnen können, hatte eine coole Familie, bin vormittags 20 Stunden in der Woche insgesamt zur Sprachschule gegangen, habe dort einen Intensivkurs in Spanisch gemacht und nachmittags dann die Mädels von der Schule abgeholt, mit den Hausaufgaben gemacht. Ich hatte dann ein schönes Leben und hatte tatsächlich auch das erste Mal so Gedanken gehabt, mir beziehungsweise Zeit gehabt, mir darüber Gedanken zu machen, was ich denn eigentlich möchte und in welche Richtung ich gehen will. Und als dann die Zeit in Madrid vorbei war, rückte das Physikum immer näher. Ich hatte dann, glaube ich, noch 3 Monate Zeit. Und dann saßen wir auch abends irgendwann zusammen, wo ich dann meinte so, Mami, ich glaube, ich möchte keine Ärztin werden. Ja, weißt du das noch? Ja. Und dann bin ich 1 Monat nochmal in München geblieben. Und damals habe ich ja angefangen, bei dir damals die Interviews zu führen. Also du warst ja diejenige, die meinte, komm, du quatschst doch so gerne. Mach doch mal ein paar Interviews für mich. Und so fing das Ganze an. Also vielleicht, dass man hier schon mal anfängt, dann später den Bogen, um später den Bogen spannen zu können. Bin dann aber tatsächlich 1-2 Monate später nochmal zurück nach Madrid für ein halbes Jahr, habe dort dann gearbeitet, Praktikum gemacht, mein Spanisch weiter aufgebessert und bin dann danach nach München gezogen, weil ich der festen Überzeugung war, okay, jetzt hast du ein Jahr lang Pause gemacht und jetzt studierst du mal. Und dann habe ich ein duales Studium angefangen, mit dem Fokus tatsächlich aber auch schon im Studium auf Personalwirtschaft, weil das von dem Zeitpunkt an auch schon was war, was mich wirklich immer sehr interessiert hat. Wie ticken die Leute? Was ist wichtig? Du arbeitest einfach, egal was du machst, immer mit Menschen zusammen. Und das war so der Hintergrund, dass ich gesagt habe, okay, das interessiert mich. Und war parallel dazu als Trainee in einer Employer Branding Agentur, was auch super viel Spaß gemacht hat. Also da habe ich wirklich so die Grundlinien gelernt. Wie machst du coole Präsentationen? Wie arbeitest du präzise? Das war alles sehr, sehr hilfreich und hat auch Spaß gemacht, bis ich dann vor 2 Jahren war das, über meinen Geburtstag damals nach Frankfurt gefahren bin mit meiner damaligen besten Freundin und mich Hals über Kopf in Frankfurt verliebt habe. Und da gab es dann auch kein Zurück. Also wir sind innerhalb von 4 Monaten nach Frankfurt gezogen, haben da unseren Lebensmittelpunkt hinversetzt. Ich habe das Studium damals abgebrochen, weil wir eine Gastro-Idee hatten. Wir wollten uns selbstständig machen zu dem Zeitpunkt. Und meine Freundin hatte das Studium weitermachen können. Die konnte das Ganze so nach Frankfurt versetzen. Für mich war das relativ klar. So, nö, ich möchte gern praktisch arbeiten. Ich war da schon immer besser drin als jetzt in Klausuren. Ich sehe immer mehr den Sinn, wenn ich die Dinge anpacke und dann auch ein Ergebnis habe, als wenn ich mich jetzt nur hinsetze und lerne. Aber da ist ja jeder unterschiedlich. Aber für mich hat das so immer am besten funktioniert. Und das hat dann dazu geführt, dass ich ein halbes Jahr lang in Frankfurt mir so mein Netzwerk aufgebaut habe, damals sehr viel auch selber in der Gastronomie gearbeitet habe, parallel dazu Businessplan geschrieben, nach Investoren gesucht, nach einer Location gesucht. Also wir haben uns das so ein bisschen aufgeteilt. Und dann habe ich aber irgendwann gemerkt, so nee, die Freundin steht da vielleicht noch mal mehr dahinter als ich und bin dann ausgestiegen. Weil ich dachte, okay, ich glaube, für mich ist das noch nicht so weit, dass ich jetzt schon den Schritt wage. Und wollte trotzdem aber in Frankfurt bleiben. Die Freundin hat es durchgezogen, die hat mittlerweile den Laden in Gießen. Das scheint auch ganz gut zu laufen. Also gutes Konzept. Sehr gutes Konzept. Also wer da neugierig ist, kannst du bestimmt sonst in die Shownotes verpacken. Klar. Was daraus geworden ist, aus der Idee. Nee, aber ich habe dann damals angefangen zu überlegen, okay, jetzt geht's für mich richtig los. Ne, ich habe es mich ausprobiert die letzten paar Jahre, habe schon ein bisschen Berufserfahrung sammeln können. Zum einen bei dir, ich habe das ja die ganze Zeit parallel immer noch gemacht, ab und zu Interviews geführt. Und dann habe ich vor einem Jahr war das, genau vor einem Jahr tatsächlich, in einer Personalberatung angefangen zu arbeiten. Und bin auch relativ schnell eingestellt worden. Ich war da super happy, richtig cooles Team, international, mitten in Frankfurt, was eh immer so mein Traum gewesen ist, einmal in so einem Tower zu arbeiten. Und das hat dann auch alles soweit funktioniert. Ich war damals zum einen auf der Kandidatenseite tätig, das heißt, das, was ich schon kannte, Telefoninterviews führen, Kandidaten ausfindig machen, ansprechen, auf die Jobs vorbereiten und auf der anderen Seite aber auch die Kundenakquise. Das heißt, ich war selber dafür zuständig, neue Kunden an Land zu bringen, die von uns irgendwo ein bisschen so zu überzeugen, was wir machen, uns verkaufen und dann eben gucken, dass ich die unterstützen darf. Das habe ich dann jetzt knapp ein Jahr lang gemacht, habe dann nur irgendwann für mich so festgestellt, dass
ich meinen Fokus eher auf der Kandidatenseite sehe. Also dass mir das nochmal mehr Spaß macht, wirklich mit den Menschen zusammenzuarbeiten, als jetzt zu akquirieren. Und bin jetzt vor knapp 2 Monaten in ein Unternehmen eingestiegen, das tatsächlich auch wieder eine Personalberatung ist. Hier bin ich nur jetzt im internen Recruiting zuständig. Und dadurch, dass die noch internationaler sind als das Unternehmen davor. Macht das alles wieder Sinn mit den Sprachen? So wie es dann manchmal ist. Also ich habe jetzt aktuell wirklich das Gefühl, ich meine, ich weiß nicht, was kommt die nächsten paar Jahre, ne? Aber so zum jetzigen Zeitpunkt, dass sich das alles so ganz gut zusammengefügt hat. Also ich arbeite jetzt aktuell auf 3 Sprachen. Ich arbeite auf Deutsch zu 80%, fast würde ich sagen, auf Englisch. Dadurch, dass meine Kollegen in London sitzen, also ich betreue zwar das Team in Frankfurt, aber unser Headquarter ist in London. Und zusätzlich bin ich für den europäischen Markt und auch vor allem für Spanien zuständig. Und das heißt, ich spreche auch ganz viel Spanisch. Und dann schließt sich so der Kreis, warum man vielleicht manche Sachen gemacht hat in der Vergangenheit. Und ja, da bin ich jetzt. Da suche ich jetzt Kandidaten beziehungsweise Mitarbeiter für uns intern. Und das macht richtig viel Spaß und läuft auch ganz gut soweit. Ja, Augen funkeln, das ist immer ein gutes Zeichen für dich. So Leidenschaft, wenn du jetzt so auf den Punkt bringst, was ist das, was dich antreibt im Moment? Wenn ich einfach sehe, was du für eine Möglichkeit hast, zum einen mit den Menschen zu kommunizieren, was du täglich immer wieder lernst aus diesen Gesprächen mit den Leuten, was sie dir erzählen. Und auch einfach, wenn du siehst, hey, guck mal, ich habe dem einen Job besorgt und der arbeitet jetzt hier. Das ist ein unglaublich schönes Gefühl. Also ich habe jetzt bisher ein paar Leute schon eingestellt. Ich glaube, die erste hat vor 2 Wochen angefangen und ich habe auch davor die ganze Zeit mit ihr geschrieben, ob sie noch Fragen hat, ob ich noch irgendwas tun kann. Und das ist so ein schönes Gefühl, einfach zu wissen, du begleitest jemanden dabei, wirklich so im Unternehmen anzukommen, Fuß zu fassen und da auch ja einfach so ein begleitender Part zu sein. Also das gefällt mir sehr. Aha. Jetzt ist es ja so, du hast ja bestimmte Kriterien, nach denen du Mitarbeiter aussuchst. Ne? Also du bist ja in London am Anfang ja auch jetzt ausgebildet worden. Mhm. Das Onboarding ist dort ja sehr, sehr gut gewesen. Und da habt ihr ja einfach bestimmte Wege kennengelernt, wie ihr jetzt die Menschen findet, die zu euch jetzt passen ins Unternehmen. Was ist denn für dich wichtig, also wenn du jetzt Bewerber auswählst, worauf schaust du, wenn du Bewerbungsmappen, also Mappen gibt es ja nicht. Mappen gibt es ja gar nicht mehr, ja. So. Im Autohaus gibt es noch Mappen. Okay, im Autohaus gibt es das noch. Ja, also wenn du dir Bewerbungen anguckst, worauf achtest du? Worauf achte ich? Ich muss sagen, dadurch, dass wir relativ spezifisch sind, ist das vielleicht jetzt bei uns nochmal ein bisschen was anderes. Also bei mir persönlich ist es wichtig, dadurch, dass wir selber in einer Personalberatung sind, dass je nach Niveau natürlich, ne? Je nachdem, wie lange die Person das jetzt schon gemacht hat, aber dass da schon Vorkenntnisse da sind, das ist mir persönlich wichtig. Was für Vorkenntnisse? Sei es bei einem Konkurrenten, sei es davor schon mal in irgendeinem Bereich, dass man Recruiting gemacht hat oder im Sales-Bereich tätig gewesen ist, das ist für uns einfach wichtig, weil je mehr Know-how du schon hast, desto leichter fällt es dir, im Job zu starten. Und wir sind hier tatsächlich auch sehr transparent, das heißt, je weniger Erfahrung du in einem gewissen Bereich hast, desto weniger können wir dir auch am Anfang bieten, weil du brauchst einen gewissen Zeitraum, um dich erstmal zu entwickeln. Und den möchten wir der Person natürlich auch geben, aber können wir nicht gleich werden mit jemandem, der das Ganze vielleicht schon mitbringt, ne? Ja. Und da muss man einfach Rücksicht drauf nehmen. Und was wichtig ist, ich gucke mir auch immer gerne Fotos an, ja, aber ich bin tatsächlich mittlerweile auch ein Fan davon, zu sagen, ich lass mich überraschen und spreche erstmal mit den Leuten. Und wir sourcen, also wir rekrutieren und suchen die Leute hauptsächlich über LinkedIn. Das ist so unser Kanal, der für uns am besten funktioniert. Vor allem dadurch, dass wir, glaube ich, auch ein britisches Unternehmen sind. In Deutschland gibt es dann ja noch Xing und weitere Plattformen, über die man... LinkedIn, ne? Hauptsächlich auch. Ja. Genau. Also das sind ja, glaube ich, so mit die gängigsten. Meistens kommt es immer drauf an, wie antworten dir die Leute? Also du gehst ja immer raus, du hast ja einen Anspruch, möchtest ja wissen, okay, wie schaut's aus? Okay, wie schreibst du an? Unterschiedlich. Also manchmal bin ich da sehr spezifisch, wenn ich sage, genau die Person möchte ich jetzt catchen, dann gucke ich auch ganz genau, vor allem bei seniorigeren Leuten, was haben die denn schon gemacht? Was könnten vielleicht Sachen sein, auf die stolz sind und die sie damit reinschreiben, wo du direkt drauf anspielen kannst? Sagst, ich habe gesehen, XY Jahre in dem und dem Bereich, das ist toll und das ist genau das, was wir bei uns suchen, dass du da vielleicht so rangehst. Aber wie ich tatsächlich, würde ich sagen, zu 80% der Zeit anschreibe oder auf die Leute zugehe, dass ich einfach erstmal eine Frage in den Raum stelle.
Sind Sie überhaupt offen für eine Veränderung? Wie sieht's aus? Weil ich möchte nicht diejenige sein, die sagt, hey, Sie sind so toll und gucken Sie mal. Und wir haben dieses und jenes zu bieten und nur über uns zu sprechen, weil darum geht's nicht. Es geht um die Person. Und natürlich muss die Person sich zu einem gewissen Zeitpunkt auch bei uns verkaufen. Aber erstmal musst du ja eine Vertrauensbasis schaffen. Und du musst erstmal gucken, okay, wie knacke ich denn die Leute? Wie erreiche ich die denn überhaupt? Und ich gehe da tatsächlich meistens immer von mir aus. Ich weiß, man soll nicht immer von sich selbst schließen, auf andere schließen. Aber ich würde mich eher freuen, wenn mir jemand schreibt, hören Sie zu, Frau Patzelt, ich habe gesehen, Sie haben gerade erst gewechselt. Was müsste gegeben sein, um Sie für eine Position bei uns zu begeistern? Oder lassen Sie uns einfach für die Zukunft in Kontakt bleiben? Ich würde mich freuen, mich mit Ihnen auszutauschen. Du kannst das Ganze auch auf eine perspektivischer Basis halten. Mhm. Ich sehe, Sie haben gerade gewechselt, aber wenn Sie Lust haben, lassen Sie mal auf einen Kaffee treffen und wir bleiben einfach so im Austausch. Mhm. Wer weiß, was sich ergibt. Also ich halte das Ganze immer relativ offen, und um einfach den Leuten auch den Raum zu geben und bin da nicht zu pushy, weil ich glaube, das bringt in den seltensten Fällen was. Okay, und dann melden die sich dann zurück und da hast du gesagt, da gibt's halt bestimmte Arten und Weisen, wie sich dann diejenigen, die du angesprochen hast, zurückmelden. Ja, da stellst du ja dann auch ganz, ganz schnell fest, so sind das Leute, die tatsächlich gerade aktiv schon gucken. Da kriegst du dann ganz häufig direkt ein CV mitgeschickt. Oh, Frau Patzel, schön, dass Sie sich melden. Ich habe dann und dann Zeit, hier meine Handynummer und mein CV schicke ich Ihnen auch direkt mit. Ja, denkst du so, was? So einfach. Offene Türen, ja. Das ist dann immer das, was mich persönlich am allermeisten freut. Weil du direkt merkst, okay, die Leute sind auch interessiert. Aha. Du musst die nicht erst abholen. Natürlich, abholen musst du immer, aber die sind schon da. Die haben Lust, sich mit dir auszutauschen. Mhm. Die haben vielleicht auch Interesse mehr über dich und das Unternehmen zu erfahren und das, was du bieten kannst, aber auch wie die ihre Stärken einsetzen können. Dann gibt's Leute, sagen so, ja, grundsätzlich bin ich ganz glücklich gerade, aber wir können uns gerne mal austauschen. Und dann ist für mich so der nächste Schritt, dass ich sage, ja, super, dann wann haben Sie denn Zeit, dass wir mal sprechen können? Dann bleibst du dran, ne? Na klar, auf jeden Fall, immer dranbleiben. Also außer die Person sagt direkt von Anfang an, du kannst ja bei LinkedIn mittlerweile auch einstellen, dass du die Nachricht gar nicht erst annimmst. Und dann kann ich auch nicht nochmal schreiben. Mhm. Und dann ist das auch gut. Ja. Dann trägst du das Ganze ein, sagst Person bitte nicht mehr kontaktieren, dann ist das so in der Datenbank gespeichert und dann bleibt das auch so. Aber ansonsten immer dranbleiben. Mhm. Ja. Okay. Ja, es gibt dann natürlich auch Leute, die sagen so, nö, eigentlich nicht, aber ich höre mir gerne mal an, was sie mir zu bieten haben. Dann weißt du schon direkt, okay, auf das Gespräch solltest du dich vielleicht besser vorbereiten, guckst dir den Lebenslauf nochmal richtig an, was die Person denn macht. Kann dann so Fragen kommen, ja, Frau Passel, sehen Sie mal, warum haben Sie mich denn jetzt überhaupt angeschrieben? Das ist besser, wenn man vorbereitet ist. Ja. Grundsätzlich ist es ganz gut, vorbereitet zu sein. Ja, genau. Aber so ist es grundsätzlich, würde ich sagen, wie es abläuft. Soll ich hier einfach gleich nochmal weitererzählen, was dann die nächsten Schritte wären? Oder? Ja, mach doch mal. Okay. Also, wo wir schon dabei sind. Also die haben zurückgeschrieben, du bleibst dran, hast du gesagt. Wenn die sagen und signalisieren, sie haben Interesse, dann machst du einen Telefontermin. Mhm. Und lass uns doch mal einsteigen, jetzt wie so ein Telefontermin ausschaut. Gerne. Mhm. Ich block mir dafür meistens immer so eine halbe Stunde. Manche Gespräche sind kürzer, je nach Qualität des Kandidaten und auch Interesse von beiden Seiten. Du merkst dann ja auch eigentlich tatsächlich innerhalb der ersten paar Minuten, ob das jetzt soweit interessant ist, ob die Person sich überhaupt drauf einlassen möchte oder nicht. Und das heißt meistens, wenn ich mich mit den Leuten verabrede, hier ist es mir wichtig, dass ich pünktlich bin. Wenn ich auch direkt immer sagen, huch, jetzt bin ich 2-3 Minuten zu spät, bitte entschuldigen Sie, ich war gerade noch im Call. Oder auch, wenn mal was dazwischen kommt, dass du davor einfach kurz eine Mail durchschickst, hören Sie zu, ich bin gerade noch im Meeting, ich melde mich, sobald ich draußen bin. Mhm. Auch wenn ich Leute nicht erreichen kann, zum Beispiel, weil wir hier gerade noch an dem Punkt sind, probier's immer 5 Minuten später nochmal ein zweites Mal. Und dann schreibe ich eine Mail, hören Sie zu, ich konnte Sie gerade nicht erreichen, gibt es einen Zeitpunkt, der besser passt? Mhm. Also nicht immer direkt davon ausgehen, so Gott, der hat mich vergessen oder es persönlich nehmen, sondern ich meine, jedem von uns kommt mal was dazwischen und hier ist es einfach wichtig. Immer was sein. Genau. Ist bei uns häufig im Autohaus auch so, dass da noch ein Kunde reinkommt. Genau, ja klar. Und dann einfach, also ich lege ja immer bei uns großen Wert darauf, dass diese Gespräche dann am Feierabend oder nach Geschäft stattfinden. Ich hatte neulich einen Kandidaten, der hat sich ins Auto gesetzt und hat da sein Telefoninterview geführt. Das habe ich aber ganz oft.
finde ich extrem unprofessionell, weil es kann immer was sein und letztendlich sind die ja für die Kunden auch da. Ne? Ja. Also deswegen, aber es kann natürlich sein, gerade wenn noch ein Kunde da ist und der Feierabend sich nach hinten verschiebt, dass das Telefoninterview dann nicht ganz pünktlich ist. Ja, ich finde aber hier zum Beispiel an dem Punkt, das ist auch wichtig zu differenzieren, ich bin ja jetzt internes Recruiting, das heißt Talent Acquisition Bereich, ich bin diejenige, die quasi das Unternehmen auf der einen Seite widerspiegelt und auf der anderen Seite die Eintrittskarte. Und ich bin da relativ entspannt, weil ich weiß, die Leute arbeiten. Die Leute, die ich haben möchte, sind berufstätig. Und da bin ich auch flexibel genug zu sagen, okay, wenn sie jetzt gerade im Auto sitzen, solange die Verbindung gut ist und sich konzentrieren können und ordentlich sprechen können, ist das für mich in Ordnung. Also ich verstehe absolut, was du meinst, dass es teilweise unprofessionell rüberkommt, aber ich bin ja noch kein Fachentscheider. Wenn sich die Person dann gut genug am Telefon verkauft und ich sage, okay, ich habe da ein gutes Gefühl, dann ne, gehe ich auch davon aus, dass beim nächsten Gespräch, was dann bei uns im zweiten Schritt immer auch telefonisch ist, dass die Person sich dann bitte irgendwo ordentlich hinsetzt, wo Ruhe ist, wo man vorbereitet ist und dann die Zeit hat. Aber das ist jetzt zum Beispiel, die Erwartungshaltung habe ich nicht an die andere Person. Mir ist es nur wichtig, dass ich die Person gut verstehen kann und dass einfach keine Hintergrundgeräusche sind, die irgendwie ablenken. Sind nicht permanent im Funkloch, ne? Also genau. Ich meinte jetzt im Autohaus in so einen Vorführwagen rein. Also ich meine... Wie bitte? Ja, okay. Also ich meine jetzt nicht im Auto auf dem Weg von zu Hause ins Autohaus oder vom Autohaus nach Hause oder zum Sport oder sonst wohin, sondern während der Arbeitszeit in irgendeinen Vorführwagen Tür zu. Oh wow. Na gut. So habe ich es gemeint. Ja. Also einfach nur, natürlich musst du flexibel sein. Absolut. Und da bin ich absolut bei dir. Okay, aber ich meinte halt, weil wir ja jetzt von unseren Hörern die Jungs und Mädels aus dem Autohaus ansprechen. Nee, dann bitte nicht in den Vorführwagen setzen. Das ist absolut unprofessionell. Danke, Antonia. Danke. Sind wir einer Meinung? Das sind wir absolut einer Meinung. Aber wenn es auch mal auch um die Terminierung geht, mache ich es auch meistens so, dass ich den Leuten sage, hören Sie zu, ich habe die nächsten Tage noch eine ganz gute Verfügbarkeit, lassen Sie mich doch einfach wissen, wann ich Sie gut erreichen kann, für circa eine halbe Stunde. Also ich lege das davor schon so fest, dass sich die Leute die Zeit auch blocken können und dementsprechend Zeit haben. Wir haben ja damals so halb strukturierte Interviews gemacht, das heißt, das waren einfach so relevante Fragen, die an sich in allen Interviews Thema waren und dann war einfach, ja, so die eigene Art, die Leute zum Reden zu bringen, um noch mehr Informationen rauszubringen. Machst du das jetzt auch nach wie vor so? Aber da muss man, das heißt, da muss man, aber ich merke eigentlich relativ schnell, hatte ich jetzt vorhin auch schon mal angesprochen, wie offen die Person ist. Wenn das jemand ist, der auch gerne quatscht, dann werde ich schneller warm mit dem, als wenn es jemand ist, dem ich erstmal viele Fragen stellen muss. Das heißt, ich merke eigentlich schon relativ früh am Gespräch, wenn ich mich mit der Person begrüße, wenn man quatscht, frage ich auch mal, das ist ja auch mal so, ne? Was machen Sie denn gerade? Wo erwische ich Sie gerade? Das habe ich eigentlich so, glaube ich, sogar übernommen. Das hast du übernommen. Das habe ich übernommen. Das fand ich ganz cool. Außer ich weiß es schon, aber die Leute sagen dir dann, ja, ich bin gerade noch auf der Arbeit. Oder, nö, ich habe schon Feierabend. Ach ja, schön, okay, dann kommen Sie ja schon früh nach Hause, ne? Du brauchst gewisse Aufhänger, wo du einfach weißt, okay, damit kann ich die Leute catchen. Und die Leute irgendwo auch zum Sprechen bringen. Und so starte ich auch meistens. Sage immer so, hey, Herr so-und-so, Frau so-und-so, schön, dass wir uns sprechen. Danke, dass Sie sich die Zeit nehmen. Also direkt am Anfang schon mal dem Gegenüber die Wertschätzung zeigen, dass man das nicht einfach nur so hinnimmt. Weil wir haben alle nur eine begrenzte Zeit. Und das ist dann schon was Schönes, wenn sich die Person noch die Zeit für einen nimmt. Und sag auch immer relativ zackig, ich habe jetzt für unser Gespräch in circa 30 Minuten geblockt. Zum einen, dass ich sie ein bisschen besser kennenlerne, dass ich weiß, was sie machen, wie ihre aktuelle Situation ist, wo ich natürlich ganz gespannt darauf bin, warum sie sich überhaupt die Zeit nehmen, mit mir zu sprechen. Woher kenne ich den Satz? Ich weiß auch nicht. Und auch auf der anderen Seite, um natürlich uns als Unternehmen ihnen nochmal vorzustellen, zu sagen, was wir machen und auch was sie bei uns erreichen können und auch was sie erwarten können. Und das lege ich eigentlich direkt immer am Anfang schon mal so fest. Okay, dass der Rahmen klar ist. Dass der Rahmen klar ist. Was wird heute besprochen? Ich sage auch manchmal, wenn es jetzt jüngere Kandidaten sind, ich stelle jetzt keine bösen Fachfragen, das würde dann in den nächsten Schritten kommen. Ne? Du musst immer ein bisschen gucken, wie erreichst du die Menschen? Und da bin ich ja wirklich in meiner aktuellen Position mit
Uni-Abgängern bis wirklich hin zu Direktoren, also die jahrelang im Sales gearbeitet haben und super redegewandt sind, beschäftigt. Also das ist so eine gewisse Spanne, in der du dich bewegst. Und da musst du natürlich an jedes Gespräch auch individuell rangehen. Klar, Weil du sprichst mit einem Anfang 20-Jährigen, sprichst du anders. Oder habe ich auch nochmal vielleicht eine ganz andere Nähe dazu, weil ich viele Dinge sehr viel besser nachvollziehen kann. Vielleicht, weil ich selber schon in der Situation gewesen bin, wenn es jetzt jemand ist, ne, jetzt gerade Uni fertig, ich hatte letzte Woche zum Beispiel eine Kandidatin, ja, ich habe jetzt meine Thesis abgegeben und jetzt bin ich eigentlich auch ab sofort verfügbar, aber das kennen Sie ja bestimmt nicht so. Klar. Ja, aber die Leute identifizieren sich sehr schnell mit dir, wenn du halt im gleichen Alter bist. Oder wenn ich halt sage, ja, ich bin auch noch relativ jung, ne, ich bin auch noch frisch hier. Kommt halt immer drauf an. Also das ist immer so. Okay, also du machst die locker. Genau. Die Kandidaten, dass sie sich wohlfühlen. Ja. Dann setzt du den Rahmen fest. Und ich denke, wichtig ist einfach auch da noch zu sagen, dass du dann aber auch keinen Roman erwartest, wenn du. Überhaupt den dann nicht. Aber da, glaube ich, musst du das Interview auch gut lenken. Also wenn die Person zu viel quatscht, muss sagen, okay, vielen Dank, es reicht mir jetzt bei dem Punkt. Vielleicht können Sie mir noch mal ein bisschen mehr über dieses Thema erzählen. Oder hier hätte ich noch mal ein bisschen mehr drüber gewusst. Also, ich bin ja der Interviewer. Das heißt, ich kann ja selber entscheiden, wie ich das Gespräch gestalte und auch wie ich es führe. Und da sollte man gucken, dass man die Führung nicht verliert, sondern einfach immer wieder dran bleibt. Okay, gut. Also führst du dann den Kandidaten durch den Lebenslauf oder was sind da so die Inhalte? Also ganz selten gehe ich wirklich Punkt für Punkt durch den Lebenslauf. Was ich meistens immer mache, Entschuldigung, es kommt immer drauf an, wie seniorig diese Person jetzt schon ist. Und worunter ich auch nochmal unterscheide, ist es eine Person, die sich selber beworben hat bei uns aktiv. Oder ist es eine Person, die ich angesprochen habe? Weil da sehe ich auch nochmal, wenn die Person sich beworben hat, dann besteht ja schon ein gewisses Interesse und wahrscheinlich hat sich die Person auch schon mit unserem Unternehmen auseinandergesetzt. Das heißt, ich würde eher so einsteigen, dass ich sage, ich erzähle Ihnen gleich nochmal ein bisschen genauer was über uns, aber wenn Sie möchten, erzählen Sie doch mal, warum habe ich denn Ihre Bewerbung vor mir liegen? Wie ist denn Ihre aktuelle Situation? Und hier auch wichtig, das mache ich ganz gerne. Ich stelle mal viele Fragen auf einmal. Sollte man nicht tun, sondern eine Frage und dann erstmal die Antwort abwarten. Weil sonst überfordert man die Person. Da sind zu viele Fragen im Raum und man weiß gar nicht mehr, worauf man antworten soll. Also eine Frage stellen, Pause machen. Eine Frage stellen. Das heißt, wie kommt es denn, dass ich jetzt Ihre Bewerbungsunterlagen vor mir habe? Okay. Was Pause. Erwartest du dann für eine Antwort? Eine ehrliche? Ja. Ja. Okay. Ja. Und da bin ich, glaube ich, auch immer noch diejenige, die das gut einschätzen kann. Gebe ich es danach weiter oder nicht? Weil mir ist diese Ehrlichkeit wichtig. Ich brauche das. Mhm. Okay. Also mir ist es wichtig, selbst wenn jetzt die Situation sei, es hat nicht funktioniert. Ich war jetzt zwar nur 4 Monate in dem Unternehmen, aber das hat einfach so nicht gepasst. Oder ganz häufig ist es so, eine Person wird eingestellt. Innerhalb des ersten Monats ist ein Geschäftsführungswechsel. Auf einmal arbeitet oder berichtet man an eine ganz andere Person, wie man es davor getan hat. Dass dann da Reibungspunkte sind oder man einfach auf der persönlichen Ebene nicht so gut zusammenarbeiten kann. Ich finde, das sind alles Sachen, die sind nachvollziehbar. Und hier würde ich auch jedem Bewerber einfach nur raten, ehrlich zu sein. Mhm. Und ganz wichtig, niemals schlecht über den Arbeitgeber sprechen. Mhm. Erlebst du das häufig? Gott sei Dank relativ selten. Mhm. Und wenn ich es erlebe, dann ist das für mich auch nicht wirklich positiv in meiner Bewertung. Okay. Weil ich mir denke, du bist selber für deine Situation verantwortlich. Trage diese Verantwortung und kommuniziere es so, dass du damit und auch andere gut damit umgehen können. Es ist total in Ordnung, wenn du dich nicht mit jemandem verstehst, aber deswegen ist es nicht das ganze Unternehmen schuld oder sonst irgendwas. Und das ist mir wichtig, also dass du da einfach eine Transparenz hast, weil genauso bin ich auch dem Kandidaten gegenüber transparent. Und das ist dann eine gewisse Erwartungshaltung, die ich habe. Aha. Was stellst du sonst für Fragen? Was stelle ich sonst für Fragen? Also nachdem wir jetzt zum Beispiel schon die Motivation besprochen haben, was ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist, also ich glaube jetzt egal in welcher Branche man ist, warum möchte diese Person zu dir? Mhm. Das muss geklärt werden. Dann ist es wichtig, was ist die Erfahrung, also was bringt die Person mit und auch welche Skills hat sie sich über diese Zeit hin angeeignet. Das heißt, es können Fragen sein wie, vielleicht können Sie mir noch mal ganz kurz erläutern, wie so ihre letzten Stationen ausgeschaut haben. Aber dann will ich auch gar nicht alles hören, sondern ich möchte das hören, was auf meine Position, die ich dem Kandidaten gerade anbiete, zutrifft. Das heißt, wenn das jemand ist, der jetzt gerne
der vielleicht auch schon mehrere Jahre lang in der Beratung arbeitet, aber davor mal irgendwo im Supermarkt gejobbt hat, dann interessiert mich das nicht wirklich. Mhm. Außer es ist da wirklich so ein essentielles Erlebnis gewesen, was ihn wiederum zum jetzigen Zeitpunkt motiviert hat, ihm irgendwas gebracht hat, ne? Aber da ist es wirklich wichtig, dass man auf dem Punkt bleibt und auch wirklich guckt, okay, es geht um diese Position. Dafür gibt's ja genau die Stellenbeschreibung, dass man eben auch schaut, okay, inwiefern bringe ich da mein eigenes Wissen mit und kann ich auch... Mhm. Hast du die vorher schon geschickt, die Stellenbeschreibung? Mhm. Mal so, mal so. Da kommt's, ja, weil wenn sich eine Person bewirbt, hat sie die Stellenbeschreibung schon gesehen. Mhm. Wenn ich eine Person anschreibe wiederum, frage, ob sie offen sind, gibt's welche, die sagen, ja, bitte lassen Sie uns direkt sprechen. Dann würde ich in diesem Falle im Gespräch sagen, hören Sie zu, wir suchen jemanden, A, B, C, D, E, F. Ja. Das und das muss mitgebracht werden. Ich weiß gar nicht genau, wie es bei Ihnen ausschaut. So viel haben wir auch noch gar nicht gesprochen. Vielleicht können Sie mir ganz kurz schildern, wie ist denn Ihr Eindruck? Ist das was, was Sie überhaupt interessiert? So, und dann kriegst du die Leute auch zum Sprechen und sagen dir auch, ja, der eine Punkt ist jetzt vielleicht spannend für mich, aber in der Vergangenheit lag mein Fokus eher auf was ganz anderem und dann kannst du direkt sagen, super, dann passt es vielleicht jetzt hier gerade nicht, aber wollen wir perspektivisch in Kontakt bleiben. Jetzt nicht so direkt, aber... Ja, das ist schon aber recht forsch, ne? Das ist recht forsch, so würde ich es wahrscheinlich auch nicht machen, beziehungsweise mache es nicht. Aber dann weiß ich relativ zackig, okay, das wird jetzt kein 30-minütiges Gespräch. Okay. Sondern ich kann direkt nach 10 Minuten vielleicht mir ein paar Eckdaten nochmal aufschreiben, die wichtig sind und direkt auch immer fragen, wenn wir in der Zukunft nochmal was haben, was auf Sie zutreffen könnte, okay, darf ich Sie dann kontaktieren und dass man einfach so im Guten bleibt. Also hast du praktisch einen Rahmen gesetzt, du hast einfach festgestellt, ob der das kann, was ihr braucht. Ne? Also entweder haben die sich vorher schon mit der Stellenbeschreibung beschäftigt, idealerweise sollten sie sich beschäftigt haben, wenn du es geschickt hast. Genau. Ne? Also dass sie vorbereitet sind, da sind wir wieder beim Thema vorbereitet sein. Ja. Ja. Wie geht es weiter denn? Wie geht's weiter? Was mir auch immer wichtig ist, zu sehen, wie geht eine Person in gewissen Situationen um? Mhm. Also wie passt man sich an? Wie flexibel ist man und wie sagt man, adjustable? Also wie lässt man sich auf gewisse Situationen ein und und wie regelt man diese? Und da kannst du auch manchmal einfach fragen, hören Sie zu, wir haben jetzt die und die Situation, wie gehen Sie denn damit um? Ohne direkt schon eine geschlossene Frage zu stellen, dass man nur mit Ja oder Nein antworten könnte oder quasi die Antwort schon in den Mund legt, sondern hier muss es wirklich eine offene Frage sein. Aha. Und darauf kann sich der Bewerber ja auch nicht vorbereiten. Nö. Sondern da geht's wirklich darum zu gucken, wie macht er es tatsächlich? Genau. Oder wie hat er es in der Vergangenheit gemacht? Genau. Um dir dann ein Beispiel zu geben, wie er es gemacht hat. Genau. Okay. Also das ist was, was mir wichtig ist. Und dann gehen wir tatsächlich wirklich so die Punkte durch. Also entweder ich habe es schon verkauft. Der Stellenbeschreibung. Nee, gar nicht so, aber einfach im Groben. Also ich gehe jetzt nicht jeden, ich meine, eine Stellenbeschreibung ist relativ lang. Ja, also die relevanten Punkte. Die relevanten Punkte, die vielleicht auch direkt auf die Person zutreffen. Wenn ich sage, wir suchen jemanden in XYZ, wie schaut's aus? Kriegst du ja direkt wieder eine Antwort. Aha. Manchmal müssen wir uns natürlich auch nochmal ganz anders verkaufen, wenn es eine Person ist, die davor noch nie von uns gehört hat. Wenn es zum Beispiel schlechte Bewertungen davor gab auf jeglichen Online-Portalen, was auch immer wieder vorkommt. Hier ist es wichtig, um das auch nochmal anzuschneiden, weil das hatte ich in der Vergangenheit häufiger, dass man sagt, okay, wir wissen, wie es ausschaut, dass du nicht sagst, ach nee, das kann doch gar nicht sein oder empört sein, sondern dass man hier wieder transparent und ehrlich ist. Okay, also wenn Bewertungen einfach gelesen worden sind oder einfach der Bewerber sich vorbereitet hat und gesagt, wie ist es denn genau? Genau. Ich habe gehört, es ist nicht ganz so toll. Genau. Und da erzähle ich von meiner eigenen Erfahrung, weil ich bin ja in dem Unternehmen und ich bin da ja freiwillig und nicht, weil ich gezwungen werde. Mhm. Und vor allem, wenn ich noch relativ frisch da bin, kann ich auch sagen, hören Sie zu, ich bin selber erst seit 2 Monaten hier, aber das und das habe ich bisher mitbekommen und ich fühle mich hier sehr wohl. Okay. Und dass man das so auch einfach widerspiegelt. Also vor allem, wenn man solche Fragen gestellt bekommt, ich war auch anfangs immer so, Gott, was sage ich denn dann? Und nicht, dass ich irgendwie uns blöd darstelle, aber nein, einfach so sagen, wie es ist. Okay. Und das ist das, was du erwartest, ja, umgekehrt dann genau. Auch von dem Kandidaten. Dann, genau. Ne? Wie behältst du so die Zügel in der Hand? Na, weil das wirkt ja, auch jetzt, wenn wir sprechen, das wirkt ja, und ich weiß ja, dass du so bist, ich bin da ja ähnlich, das wirkt ja sehr lässig und sehr sehr charmant. Und aber du weißt ja schon sehr genau, was du willst und wo du hin willst. Wie behältst du die Zügel in der Hand? Indem ich mir einfach davor tatsächlich meistens mal schon Stichpunkte mache. Was möchte ich wissen und wie viel möchte ich darüber wissen und bis zu welchem Punkt ist das ausreichend, um jetzt dieses Gespräch auch so zu beenden. Das heißt, es geht einmal um die Motivation. Aha.
Warum möchte die Person hierhin? Was bringt die Person mit? Wie viel Erfahrung bringt sie auch mit? Also zum einen die Skills. Da kann man zum Beispiel auch nochmal schön drauf eingehen, wie ist denn der Tagesablauf? Was machen sie denn mittlerweile? Also aktuell jeden Tag. Wie kann ich mir das vorstellen? Dann kriegst du Leute auch zum Sprechen. Ja. Da fragen sie häufig, mal privat oder im Job? Echt? Ja. Oh Gott. Also hier bitte immer im Job. Ja, ich denke, das muss man sagen. Da erfährst du, was die so essen zum Frühstück. Ja, und auch da gibt's welche, die sind super strukturiert und da gibt's welche. Also ich würde sagen, um das Ganze nochmal so ein bisschen abzurunden, es ist wichtig, sich jedes Mal wieder neu auf eine Person einzustellen und der auch die Möglichkeit zu geben, nicht schon davor in eine gewisse Schublade gesteckt zu werden. Und dann wirklich zu gucken, okay, was braucht diese Person? Was können wir ihr bieten? Was bringt sie mit? Und inwiefern bringt es uns das vielleicht auch was? Und dann, was sind die Rahmenbedingungen? Da haben wir nämlich noch gar nicht drüber gesprochen. Das heißt, wenn ich wirklich mal so das Grobe für mich geklärt habe, durch Fragen, durch einfach auch erzählen lassen, was mir hier ganz wichtig ist. Also je weniger ich fragen muss, desto besser. Klar. Weil desto mehr Informationen habe ich und desto mehr sehe ich auch, dass die Person das möchte. Sehr fordernde Menschen, die vielleicht wirklich einfach nur ein bisschen spekulieren und halt gucken könnten, da gibt's auch Sales und auch eine Provision, wie viel kann ich da rausholen? Ist doch mal was anderes. Und das merkst du auch relativ schnell. Mhm. Und hier ist es einfach wichtig zu sagen, hören Sie zu, ich merke schon, Sie sind gerade glücklich in Ihrer Position und es freut mich für Sie. Wenn Sie wirklich Interesse haben, ich schicke Ihnen gerne Unterlagen von uns zu. Gucken Sie es an, lesen Sie es durch und wenn Interesse besteht, sprechen wir nochmal. Dann hast du nämlich erstmal so das Ganze ein bisschen offen gelassen, bist nicht zu pushy, weil ganz häufig ist es auch so, Leute, die gar nicht aktiv auf der Suche sind, wollen die auch gar nicht so viel erzählen, sondern die möchten erst mal so von dir hören, was bietet ihr mir denn überhaupt? Klar. Und hier ist es wichtig, einfach ruhig zu bleiben, zu sagen, verstehe ich, ich gebe Ihnen die Informationen, die Sie brauchen. Wenn das spannend für Sie ist, sprechen wir gerne nochmal und dann kann ich auch gerne weitere Schritte einleiten, wenn das für uns genauso interessant ist. Und dann sprichst du noch über die Rahmenbedingungen? Das mache ich immer am Schluss. Okay. Das heißt, wenn wir jetzt an einem gewissen Punkt angelangt sind, sage ich, Herr, Frau, so und so, vielen Dank. Ich habe jetzt, glaube ich, ein ganz gutes Bild davon bekommen, was Sie sich vorstellen und auch inwiefern das bei uns reinpassen könnte oder inwiefern das wir beide davon profitieren können oder was Sie machen möchten, wie dem auch sei. Was mir jetzt noch wichtig ist zu erfahren, so ein paar Rahmenbedingungen. Wie sieht's denn da bei Ihnen aus? Okay. Gehaltsvorstellung. Aha. Okay. Was stellen Sie sich vor? Ich sag nicht, wie viel verdienen Sie denn? In Amerika zum Beispiel darfst du das mittlerweile gar nicht mehr. Du darfst gar nicht mehr so genau nachfragen. Es geht wirklich darum, das Ganze offen zu halten. Und meistens, wenn ich sage, wie sieht's denn aus mit Ihrer Gehaltsvorstellung? Sagen die Leute so oder so. Also aktuell. Oder meinen Sie jetzt das Fixum oder noch mit einem Bonus obendrauf? So, ne, erzählen Sie mir ruhig beides, ne? Ja, so. Du nimmst alles. Ja, und auch hier, glaube ich, ist es wieder wichtig, offene Fragen zu stellen und nicht zu klein zu sein, weil die Leute erzählen. Und wenn du mehr wissen möchtest, musst du nochmal genauer nachfragen. Aber meistens ist es so, die Leute sagen dir, was sie vorstellen und du kannst ja. Wir zum Beispiel haben dann schon einen gewissen Gehaltsrahmen, der vorgelegt ist. Klar. Und dann kannst du ja direkt einschätzen, passt das rein oder passt das nicht rein. Okay. Also macht das zweite Gespräch dann Sinn oder nicht? Genau, okay. Genau. Das zum einen. Was mir noch wichtig ist, die Verfügbarkeit. Ja. Wie schaut es aus mit Ihrer Kündigungsfrist? Gibt's ja auch riesige Unterschiede. Das ist mir zum Beispiel jetzt aufgefallen aktuell. In Spanien hast du 15 Tage Kündigungsfrist. In England meistens einen Monat. In Deutschland bis zu 6 Monate zum Quartalsende. Das kann dauern. Oder 3 Monate sind es, glaube ich. Aber ja, das kann wirklich dauern. Und auch das muss man irgendwo im Kopf behalten. Ja. Und was mir noch wichtig ist, auch wie es so im Standort ausschaut. Unser Office ist hier. Ja. Kommen Sie da gut hin? Ja. Wie lange ganz brauchen Sie? Wichtige Frage. Das ist super wichtig. Also vor allem in der Vergangenheit, als ich noch in der Personalberatung selber als Personalberaterin tätig war, gab es tatsächlich auch Fälle, wo Unternehmen Leute nicht eingestellt haben, weil die zu weit weg gewohnt haben. Weil das für Unternehmen kritisch ist, wenn die Mitarbeiter haben, die täglich 1-2 Stunden pendeln. Absolut. Ist im Automobilbereich ganz genau. Ne? Ja. Und das muss man auch immer wieder im Kopf haben. Oder dann auch fragen, wären Sie denn umzugsbereit? Mhm. Auch das? Ja. Auch das ist wichtig. Ja. Und da musst du einfach wissen, wie flexibel ist diese Person. Und auch hier merkst du, glaube ich, wie groß ist das Interesse, wenn du die wirklich gecatcht hast. Und die mehr von dir wissen möchten, dann sagen sie, ja,
Vielleicht nach der Probezeit. Ich würde es mir gerne angucken, aber ich kann mir das definitiv vorstellen. Dann war es schon okay. Ja. Da ist ein Interesse da. Und so, ich so, nee, mache ich nicht. Okay. Gut, dann müssen wir gucken, inwiefern wir hier zusammenkommen. Gut. Ja. Ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert. Ja. Gibt es sonst irgendwelche No-Gos, irgendwas jetzt nochmal so zusammenfassen, wo du sagst so, das ist ja jetzt auch ganz interessant für Führungskräfte, die jetzt Bewerbungsgespräche führen. Es ist ja einfach auch im Autohaus häufig so, dass dann einfach auch Abteilungsleiter oder auch Geschäftsstellenleiter gezielt Fragen stellen. Also ich denke, das ist ein ganz, ganz, ganz guter Impuls, beziehungsweise aber auch für Bewerber, worauf sie sich einstellen können. Es ist einfach auch wichtig, ehrlich zu sein, transparent zu sein, vorbereitet zu sein, so solche Geschichten. Gibt es so generell noch so ein paar Dinge, wo du sagst, nicht machen? Nicht machen. Hier finde ich es auch nochmal wichtig zu unterscheiden, mit wem du sprichst. Dadurch, dass ich wiederum, ich kann ja nur aus meiner Erfahrung sprechen, der erste Ansprechpartner bin, erwarte ich nicht, dass schon ein gewisses Know-how vorhanden ist. Es ist schön, ich freue mich darüber, aber ich erzähle auch gerne über uns und gebe dem nochmal so einen persönlicheren Touch oder einen persönlicheren Einblick. Was ich wiederum schade finde, ist, wenn die Leute direkt von Anfang an sagen, ja, hören Sie zu, ich habe jetzt hier 10 Minuten mir genommen, also entweder das reicht oder halt auch nicht. Gibt's auch. Dass du direkt nach dem Gehalt fragst. Was kann ich hier überhaupt rausholen? Ja. So. Okay. Das sind so Sachen, die stelle ich nicht direkt am Anfang. Aber deswegen, meistens, wenn ich dann das Gespräch beende, da waren wir noch gar nicht an dem Punkt. Das heißt, nachdem ich so diese Rahmenbedingungen abgefragt habe, beziehungsweise ich einfach weiß, wie der Stand der Dinge ist, frage ich meistens noch, haben Sie jetzt noch weitere Fragen? Gibt es noch Dinge, die Ihnen wichtig sind, außer der weitere Verlauf? Oder beziehungsweise außer die nächsten Schritte, die erzähle ich Ihnen gleich. Mhm. Weil das ist meistens, wenn du nur sagst, haben Sie noch weitere Fragen? Ja, wie geht's denn jetzt weiter? Okay. Das ist immer wichtig, dass man dem anderen nochmal ein gutes Gefühl gibt. Sagt, haben Sie noch Fragen? Für mich ist soweit alles klar, aber wie schaut's denn bei Ihnen aus? Okay, also das heißt wieder Gesprächsführung. Ne? Mhm. Sorgen, dass der Kandidat sich wohlfühlt, Fragen klären. Genau, genau. Und dann kannst du meistens auch schon immer ganz gut einschätzen, ne? Wenn es jetzt zum Beispiel eine Position ist, wo du wahnsinnig viele Bewerber hast, würdest du im Abschluss eher sagen, mir hat das Gespräch gut gefallen, wenn es auch so ist. Ich finde, das kann man auch ehrlich sagen. Weil dadurch versprichst du ja noch nichts. Wenn es positiv war, genau. Kannst du trotzdem sagen, wir haben noch weitere Gespräche aktuell und dann auch der Person sagen, bis wann und wann sie mit einem Feedback rechnen können. Mhm. Dass du eine gewisse Erwartungshaltung hast. Und wenn es länger dauert als dieses Feedback, der Person zwischendrin auch nochmal schreiben. Also da wieder verbindlich sein. Total. Ne? Wie am Anfang auch, wenn du sagst, du rufst pünktlich an und es verschiebt sich, dass du sagst, es wird später. Ja. Und auch jetzt, dass du sagst, wir vereinbaren einen Termin, dann können sie spätestens mit einem Feedback rechnen. Genau. Und wenn das nicht klappt, eine kurze Meldung. Ganz, ganz wichtig. Genau. Mhm. Und dann, wenn ich aber zum Beispiel schon weiß, okay, der Kandidat ist super, der kriegt auf jeden Fall ein Gespräch, sagen, hören Sie mal zu, ich kläre das jetzt intern nochmal ab. Würde mich dann mit 2, 3 Terminvorschlägen bei Ihnen melden. Nächster Schritt wäre dann ein Telefoninterview, wenn Sie auch Interesse haben. Hier auch nochmal ganz wichtig, dir von Anfang an die Bestätigung beziehungsweise die Verbindlichkeit des Kandidaten abzuholen. Weil es bringt mir nichts, wenn ich den toll finde, der aber überhaupt gar nicht möchte. Beim Ende stehe ich dann vielleicht doof da oder bin unprofessionell, weil ich mich auf ein gewisses Gefühl verlassen habe, mir aber nicht vom Kandidaten die Verbindlichkeit abgeholt. Ganz, ganz wichtig. Super wichtig. Aha. Okay, guter Punkt. Ne? Also gerade auch jetzt für die Führungskräfte, die jetzt zuhören, schau einfach auch, was dein Kandidat möchte und ob er noch Fragen hat und ob er zufrieden ist und sich eine Zusammenarbeit überhaupt vorstellen kann. Genau, genau. Also da nicht grundsätzlich von ausgehen, weil wir müssen uns alle irgendwo verkaufen. Klar, das stimmt schon. Ja. Gut, vielen, vielen Dank. Antonia, was machst du denn, damit es dir gut geht? Was mache ich, damit es mir gut geht? Ich bin zum einen durch dich zum Yoga gekommen, zum Bikram-Yoga vor 5, 6 Jahren, glaube ich. Das mache ich ab und zu tatsächlich nur. Was mir aber sehr, sehr gut tut, wenn es darum geht. Was ich regelmäßig mache und was mir auch extrem gut tut, ist ins Fitnessstudio zu gehen. Das habe ich jetzt angefangen, auch vor knapp einem Jahr, als ich damals in der Beratung angefangen habe. Habe ich mir eins gesucht, was auf dem Weg nach Hause ist oder in die Arbeit, dass ich quasi gar nicht dran vorbeikomme.
Und vor allem, da Frankfurt tatsächlich so eine Stadt ist, in der die Leute sehr busy sind, super viel am Arbeiten sind, ist es mir persönlich wichtig, irgendwo den Ausgleich zu haben. Also ich könnte nicht morgens aufstehen, in die Arbeit gehen, abends wieder nach Hause essen und dann war's das. Sondern was ich meistens mache, ist, dass ich meine Sportklamotten schon mitnehme und dann direkt nach der Arbeit ins Gym gehe, dort in 1-2 Stunden mein Training durchziehen. Ich habe da einen Trainingsplan, kann ich auch jedem empfehlen, sich einfach mal mit einem Trainer zusammenzusetzen, den auch zu bitten. Die meisten Fitnessstudios bieten das an, dass man sich da einen kostenlosen Plan zusammenstellen kann. Und den turne ich dann durch. Danach esse ich was. Beim Essen, muss ich sagen, achte ich, glaube ich, auch relativ so zu 80% darauf, was ich esse, dass das frische, natürliche Zutaten sind. Tatsächlich mittlerweile auch sehr viel, ein großer Teil, der pflanzlich ist. Also ich gucke da drauf zu achten, viel Obst, viel Gemüse, Hülsenfrüchte, sonstiges zu essen, Nüsse. Und ansonsten bin ich ein richtiger Lebemensch. Das heißt, genauso wie mir die Ernährung als auch der Sport gut tut, bin ich super gerne unter Menschen. Das heißt, wenn ich nach der Arbeit oder nach dem Sport tatsächlich manchmal noch die Möglichkeit habe, danach mich auf ein Glas Wein, was super kontrovers ist. Aber nochmal irgendwie schön raus ins Wetter, vor allem jetzt gerade im Sommer, wenn ich mich nochmal raus an Main setzen kann oder irgendwo in einen Café, wo man schön draußen sitzen kann, Sonnenstrahlen genießen kann, bin ich da ganz glücklich. Und das macht mir total viel Spaß. Und ansonsten, ja, ich gucke, dass ich meine 6-7 Stunden Schlaf bekomme. Das klappt manchmal. Das klappt manchmal, meistens sogar. Und ja, ich glaube, das ist so im Großen und Ganzen das. Also ich schaue, dass ich mich wirklich neben dem Bürojob einfach genug bewege. Ich gehe überall hin. Also ich fahre selten mit den Öffentlichen oder ich habe nicht mal ein Auto. Aber ich laufe eigentlich immer überall zu Fuß hin. Und das tut mir auch gut. Ich höre Podcasts, viel Musik. Ich habe meine AirPods, die liebe ich, die habe ich eigentlich nonstop drin. Und genau. Schön. Ich danke dir. Sehr gerne. Für dieses sehr ungewöhnliche Interview. Aber ich freue mich sehr, dass es geklappt hat. Ja. Vielen herzlichen Dank. Sehr gerne. Danke, dass ich hier sein durfte. Ciao, ciao. Andrea Patzelt. Die Recruiting-Expertin für Premium- und Luxusautohäuser. Du möchtest einfach mehr? Dann geh jetzt auf andrea-patzelt.com oder schicke eine E-Mail an podcast@andrea-patzelt.com. podcast@andrea-patzelt.com